Yo, moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Roomtour von Garados Damage. Ich werde kurz erklären, was ist eine Roomtour? Ja, ich zeige kurz ein bisschen euch mein Zimmer. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen, vielleicht auch nicht. Mal schauen, wie das hier so vonstatten geht. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen hier mein Zimmer. Ich führe euch mal ein bisschen rum. Mein Zimmer ist eigentlich, ja, ich sag mal, in vier große Bereiche eingeteilt. Man sieht, die Wände sind komplett voll mit Dingen, bis nach hinten gestreckt. Das ist also ziemlich heftig. Alles voll. Hier ist so mal ein bisschen meine Kunstecke. Meine gezeichneten Sachen auf Leinwand, was ich so selber behalten habe. Alles andere geht natürlich auch raus an Kollegen oder an Aufträge, die sowas haben wollen, Leute halt. Hier sieht man einfach komplette, meine Leidenschaft. Ein sehr großes Thema, ein sehr großer Stellenwert in meinem Leben nimmt die Musik ein. Ohne die könnte ich nicht leben. Ach, hier sind wir auch bei einer sehr schönen Wand. Nicht, dass man hier nur überall Fahnen sieht. Linkin Park, Metallica, Iron Maiden, System of a Down da hinten, Rammstein, Emil Bulls, Bullet for My Valentine, nochmal Iron Maiden. Also man sieht nicht nur ganz viele krasse Fahnen, sondern das hier ist quasi meine persönliche Hall of Fame, kann ich ganz einfach mal sagen. Das sind Konzerte. Ja, das sind schon einige. Da sind ein paar Festivals noch bei. Auch, das ist schon richtig übel. Das ist schon richtig, 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 richtig übel. Da sind richtig viele bei. Das hier ist eine historische Karte. Das römische Köln im 3. und 4. Jahrhundert. Das ist eine Karte, die ich geschenkt bekommen habe. Ich stehe auf Geschichte. Alles, was mit Geschichte zu tun hat, ist episch. Es gibt ja auch viele Bands, die sich mit Geschichte so beschäftigen, die das auch in ihren Texten preisgeben. Also das feiere ich einfach, Musik und Geschichte zu verbinden. Ich feiere das richtig hart. Das ist einer meiner großen Leidenschaften. So kann ich euch auch die andere Ecke mal zeigen. Denn da geht es direkt auch eigentlich weiter mit der Musik. Da gehe ich jetzt einmal kurz hin. Die dumm, die dumm, die dumm. Es ist gar nicht aufgeräumt hier. Hier liegt mein blöder Sitzsack. So, hier ist meine Anlage. Mein Sound kommt hier weg. Hier steht ein kleines Heiligtum von mir, mein kleiner Eddie. Und das hier ist mein CD-Repertoire. Schulz. Also, mein CD-Repertoire ist schon ziemlich groß. Manch einer würde jetzt schon umfallen. Es gibt sicherlich noch krassere, will ich gar nicht behaupten, dass es nicht so wäre. Aber das ist schon eine beachtliche Sammlung, würde ich mal fast sagen. Das hier ist ein besonderes Stück von mir. Gerade etwas zugemüllt, sage ich einfach mal. Das ist mein Plattenspieler. Über den höre ich eigentlich täglich noch Schallplatten. Also wirklich, das meine ich ernst. Täglich höre ich Schallplatten. Das ist eigentlich recht herrlich. Hier drunter befindet sich meine Konsole, meine N64, meine einzige Spielekonsole. Und da seht ihr auch schon einen wichtigen Standteil. Ja, ich zoome das mal hier ein bisschen ran. Na, was seht ihr? Natürlich, ein paar Pokémon-Booster. So ist es, so ist es. Da komme ich aber später noch zu. Ja, das hier ist wie gesagt meine Musikecke. Das hier ist eine sehr, 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 sehr wichtige Ecke eigentlich. Das Heiligtum meines Zimmers, Linkin Park, meine absolute Favorite Band. Damals mehr, heute weniger, aber dennoch ist das hier mein kleiner Altar, kann man sagen. Eine Linkin Park Uhr, alte Linkin Park Poster. Das hier habe ich übrigens selbst gezeichnet. Das ist der Sänger Chester Bennington im Lied Breaking the Habit. Das hier ist die silberne, oder sagen wir es mal so, die Platin-Schallplatte zu Somewhere I Belong. Hier ist Linkin Park, ja, als kleine Figürchen. Also das ist meine Linkin Park-Ecke, kann man sagen. Hier steht gerade noch meine Sweden-Tasche. Warum Sweden? Ja, Schweden. Ich liebe Schweden. I love Sweden. Sweden, 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 Sweden. Herrlich, das ist Schweden, Schweden, Schweden. Das ist ziemlich nice and fucking awesome. Schweden, 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 Schweden. Sehr geile Bands kommen daher. Also ich könnte auch hier nochmal den Himmel zeigen. Hier geht's direkt weiter. Rammstein, System of a Down. Da hinten noch eine Ruhrpott-Flagge. EMP darf natürlich auch nicht fehlen. Hier noch Linkin Park.
Ja, und ansonsten habe ich ja hier gerade schon mal den Schrank geöffnet und das hier ist quasi meine kleine überschaubare Plattensammlung. Allerdings sprengen die jetzt mittlerweile den Rahmen, weil ich muss hier oben einfach noch weiter filmen, also noch weiter das Ganze ausbauen, dass ich noch mehr Platten sammeln kann. Ich bin ein Freund von Schallplattenbörsen, deswegen auch hier dieser kleine Sticker, rettet das Vinyl. Boah, wenn das Vinyl ausstirbt, ich weiß gar nicht, was ich dann machen würde. Das ist ziemlich heftig. Ja, also wie gesagt, Musik nimmt einen großen Stellenwert ein bei mir im Leben. Hier nochmal Linkin Park. Also ist schon krass, was ich da alles habe. Da habe ich schon ja, ein oder andere Rarität auch. Hier zum Beispiel The Doors. Habe ich eine komplette LP-Kollektion mit allen Alben drin. Die ist auf Stückzahl limitiert. Ich schiebe jetzt mal den Stuhl hier ein bisschen beiseite, damit ich hier so rumgehen kann. Da oben sind nochmal herrliche Bands als Sticker. Hier oben, das ist ein besonderes Schätzchen von mir. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das jetzt so zeigen kann. Vielleicht erkennt der ein oder andere, welche Band das spielen soll. Hier ist noch ein kleiner Altar von mir. Meine Hand. Mein Drache. Ich stehe auf Drachen. Unnormal. Ich stehe eigentlich auf so vieles. Ja, wer es jetzt immer noch nicht erraten hat, das oben ist eine selbstgebaute Lego-Bühne und da oben soll Rammstein spielen. Soll Rammstein verdeutlichen. Zack, 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 zack. Also Drachen, Schweden, Musik, all das, was so zusammenpasst, darauf stehe ich einfach instant. Ich habe noch viel mehr in meinem Zimmer, aber wir kommen jetzt mal eigentlich zum Hauptteil meines Zimmers. Zack. Dafür muss ich hier, es ist ein bisschen unordentlich, aber hier sind wir doch beim Herzstück des Ganzen. Das ist mein Gaming-PC. Mit dem nehme ich natürlich auch immer schön die Let's Plays auf. Also daraufhin werden sie gespeichert und dann letztendlich auch hochgeladen bei YouTube. Das ist mein schmuckes Teil. Wenn der nicht mehr funktionieren würde, dann würde mir auch, glaube ich, irgendwas fehlen. Ja, da gehen zwei Kabels weg. Ein Kabel, das weiße, das ist mein Ladekabel fürs Handy. Und das andere Kabel, das schwarze, was da weggeht, das ist mein Headset. Darauf bin ich ganz besonders stolz. Das hier. Ja, das ist das Bild von meiner Graffiti-Schule. Sollte vielleicht der ein oder andere kennen. Was man hier sieht, das ist unwichtig. Hier ist ein Kopf, da ist das Headset drauf. Das ist das Headset Frag 5. Ich habe das ja mal geunboxed. Ja, und da würde ich ganz einfach mal sagen, das Headset ist von Mad Catz und ich bin ein übelster Mad Catz Freak. Ganz einfach, weil es eine geile Marke ist. Das ist das Mad Catz Frag 5. Das hier ist das Cyborg, also eigentlich auch Mad Catz. Das steht hier sogar drauf, das Glide 7. Das hier ist die Maus, auch von Mad Catz, die RAT7, auch die 7, genau. Und das hier ist mein Gaming-Keyboard, das ist das Strike 7, hier mit einem Touchbildschirm dran. Das ist recht herrlich. Das kann ich nur so weiterempfehlen. Und ja, dann haben wir hier noch einen Bildschirm aus dem Hause Acer. Davon bin ich einfach ein Fan. Ich hatte eigentlich schon immer Acer-Bildschirme. Und dem bin ich auch treu geblieben. Mein letzter Bildschirm ist bedingt eines Wasserschadens kaputt gegangen. Und deswegen habe ich mir gedacht, holst du dir wieder einen Acer-Bildschirm. Ja. Kann ich ja nochmal kurz was sagen zu der Marke Mad Catz. Die Marke Mad Catz ist auf jeden Fall High-End Gaming-Equipment gewohnt. Und Leute, die wissen, worauf es ankommt, ja, die schwören halt auf Mad Catz oder auf andere Gaming-Firmen, so wie Razer, aber ich bin kein Freund von Razer. Ganz im Gegenteil, ich hate Razer sogar und ich hate auch Rokat. Und die einzigen Gaming-Marken, die für mich in Frage kommen, ist quasi Logitech, die Gaming-Serie davon. Und halt hier Mad Catz, sieht man nochmal das Strike 5, Strike 7. Strike 5 ist quasi genauso, nur hier oben nicht mit Touchbildschirm, sondern hier dann halt nur diese Tasten. Ja.
ist im Grunde genommen dasselbe. So, ich werde euch das alles mal unter die Videobeschreibung hier drunter verlinken. Ja, hier könnt ihr dann drunter klicken und euch angucken, was das Ganze so kostet. Ja, da wird der ein oder andere sich denken so, puh, kann der Geld kacken oder so? Nein, ich kann natürlich kein Geld kacken. Ich habe mir das halt alles ziemlich gut zusammengespart und es sieht einfach so aus, dass ich, wenn ich was kaufe, dann kaufe ich auch wirklich was Richtiges. Also ich gebe viel Geld für Mülls aus, gar keine Frage. Also puren Müll einfach nur. Manchmal denke ich mir auch selber, was hast du dir da schon wieder gekauft? Brauchst du das wirklich überhaupt? Aber es ist eher so, dass wenn ich was kaufe, dann kaufe ich was Richtiges. Und das ist bei meinem Gaming-Equipment, kann ich mir nichts anderes vorstellen. Ich bin ein leidenschaftlicher Gamer, Zocker. Von Hause aus schon. Mein Bruder war auf jeden Fall Gamer. Mein Vater, der war auch Gamer. Der hat immer gesagt, so herrlich, mal ein paar Ründchen am PC sitzen und zocken. Das waren einfach herrliche Zeiten damals. Immer vor dem PC gesessen. Damals noch mit diesen dunkelbeigen Cherry-Tastaturen, wer die noch kennt. Immer noch hier schön Moorhuhn oder so zu zweit gegeneinander gezockt. Wem das überhaupt noch was sagt, hier Moorhuhn Kart oder irgendwas. Need for Speed, die ersten, immer zu zweit auf geteiltem Bildschirm wohlgemerkt noch. Ja. Da frage ich mich, was ist schon wieder hier mit Blizzard los? Richtig gay. Ganz einfach, ey. Der sucht hier seit 3 Stunden sucht er hier das Spiel. Mann. Scheiß Beta-Version. Fuck. Ja. Ja, das ist mein Gaming-Equipment, ganz einfach. Ich feiere das einfach hier, zum Beispiel die Maus. Weil man, und das ist der Hauptgrund, warum ich das Ganze so feiere, ich kann das hier individuell auseinandernehmen. Ich kann dieses Teil hier abmachen, ein anderes dran machen. Wie man das hier an der Seite sieht, habe ich hier mit Grip, ja, also mit so einer Gummibeschichtung extra gegen Schweiß, dass man da nicht abrutscht. Könnte ich auch ein anderes dran machen, so wie hier, dass das Ganze Hochglanz aussieht. Ja, also das ist alles individuell auch hier, ja. Ich kann die Tastatur nehmen, hier einfahren und hier einfahren. Ja, die Tastatur, die habe ich erst vor kurzem geunboxed. Auch auf meinem Kanal habe ich die erst vor kurzem geunboxed. Deswegen werden sich einige jetzt denken, ja, wieso schwört er denn auf die Tastatur? Die hat er doch erst so kurz. Also ich bin, wie gesagt, Madcats-Freak und ich überlege mir eigentlich schon seit fast zwei, drei Jährchen diese Tastatur mir zu kaufen. Gibt es die überhaupt so lange? Also seitdem die quasi raus ist, bin ich mir überlegen, die zu holen. Vorher hatte ich das Cyborg V, das Gaming Keyboard V. Hat mich halt, also das war das erste, was ich von Madcats hatte. Und dann habe ich mir quasi das Headset von denen gegönnt. Und dann kam die Maus noch hinzu und dann kam noch das Gamepad hinzu und ach, alles von Madcats einfach, alles. Da gibt es noch mehr, was auch in Zukunft auch noch geunboxen wird. Da können sich die Technik-Freaks unter euch schon mal freuen. Wie gesagt, ich werde das alles in die Videobeschreibung hauen und dann werde ich euch sagen, wo es das zu kaufen gibt und wie teuer das ist. Das seht ihr dann anhand den Links. Ja, das hier ist mein kleiner überschaubarer Drucker, der auch mehr zur Mülldeponie geworden ist. Der funktioniert, gar keine Frage. Allerdings ist das eine ziemliche Mülldeponie. Hier mein Bändchen vom Fitnessstudio. Mein Einlassbändchen, das muss ich dann immer da so drunter halten. So dött, dött. Kennt ihr ja bestimmt hier das Wichtigste eigentlich. Ein Flaschenöffner. Ja, das hier ist quasi mein Traumhaus. Das ist so eine Hütte, so eine Berghütte in Schweden. So stelle ich mir das eigentlich vor, dass ich da verraffe und alt werde. Nein, natürlich nicht. Aber es wäre schon geil, sowas zu besitzen, auf jeden Fall. Ein Jojo. Ja, das habe ich mal wieder gefunden. Recht, recht herrlich. Ja, wie gesagt, mein Drucker. Ja, und jetzt kommen wir doch eigentlich mal zum Stolz meines ganzen Zimmers. Ich gehe mal kurz nochmal dahin, die dumm, da muss ich nochmal kurz aufstehen. Das ist eine heilige Ecke, die werden viele von euch hier feiern. Die muss ich euch zeigen, abgesehen von meiner Musik und von meinem restlichen Cross, den ihr hier so entdeckt. Und einige werden sicherlich noch mehr Mülls entdecken. Es ist gerade relativ unordentlich in meinem Zimmer. Sind das hier 2 Schubladen. Die sind recht herrlich, die werde ich jetzt nicht öffnen, nein. Aber ich kann euch sagen, was dahinter steckt.
Ja, ich kann die untere kann ich mal leicht öffnen. Die einen oder anderen werden es sicherlich jetzt erkennen. Es geht hier in diesen Schubladen um Pokémon. Da sammle ich meine Karten. Da hab ich auch meine Ordnung drin. Ja? Da weiß ich ganz genau. Hier lagere ich die Karten fürs Gewinnspiel. Hier lagere ich das Set Protoshock. Hier Drachenleuchten und so weiter und so fort. Also da habe ich da hier alles drin und sortiert in diesen zwei Schubladen. Gibt es eigentlich kein großes Gerede? Ja, das war's eigentlich auch schon. Gibt es noch irgendwas Besonderes zu zeigen? Nö, eigentlich nicht. Ihr wisst jetzt, wie es so abgeht in meinem Zimmer. Dass mein Zimmer eigentlich durchweg grausig ist und gar nicht aufgeräumt ist. Und ja, dass quasi Musik einen ziemlich fetten Stellenwert in meinem Leben eingenommen hat. Hier nochmal meine Konzertwand mit den Konzertkarten. Ja, und ein zweiter großer Stellenwert ist eben meine Kunst. Der dritte große Stellenwert ist natürlich Pokémon. Und ja, der vierte, den ich auch am Anfang ansprach, dass es ja vier sind, das ist quasi hier meine kleine Gaming-Ecke, meine Gaming-Session. Hier werde ich verraffen. Ja? Aber ich kann aber zum Stuhl sagen, hier kann ich mal kurz zeigen. Es war eigentlich recht minderwertig, ist ein Gammelstuhl. Ist von Aldi. Hat einen Fuffi gekostet, mehr nicht. So, ja. Dann war es das eigentlich auch schon für dieses Video. Ich sitze hier schon perfekt. Und ja, Blizzard sucht hier immer noch ein Spiel. Was ist denn das für ein Müll? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum der andauernd nach einem Spiel sucht. Keine Ahnung. Scheiß Beta-Phase, Mann. Naja, egal. Also, auf jeden Fall war es das für dieses Video. Euer Gerardus der Match verabschiedet sich mit einem lauten Schimmel und Ciao mit V. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dahin. Tschüss.